So, das ist das Cryptide Nation, nennt man das. First Edition ist hier. Ist auch sehr gestiegen. Also als ich den letzten Boxbreak gemacht habe, habe ich die Box noch günstig bekommen. Dann wollte ich die wieder kaufen. Ist gleich gefühlt um 200 Euro gestiegen. Oder US-Dollar. Ich kaufe die aus Amerika. Ich habe jetzt alle Teilnehmer hier, die mitgemacht haben. Ich habe das Ding schon mal aufgemacht. Und den Boxtopper haben wir noch gar nicht verkauft oder sowas. Wir wissen noch nicht, was wir damit machen. Guck mal, ob ich das nochmal zeigen kann hier. Ich habe die jetzt nicht aktualisiert. Aber das sind so fast die beliebtesten Karten und Anführungsstrichen auch die teuersten Karten. Man sieht auch ganz klar bei PSA, dass sie noch nicht so oft gegradet wurden. Natürlich ist Mossman die Nummer 1, ganz klar. Sind auch einfach zu graden. Also die Ratio zu 9 und 10 ist auch sehr, sehr gut. Also mehr 10er als 9er. Also das heißt, wenn du mehr, also wenn du Karten hinsendest, werden mehr 10er als 9er, wenn die Booster frisch sind. Und dann haben wir Chaos Crystal, Piazza Bird, unsere Babe the Blue Ox. Dann haben wir noch die Obnoxious 9. Oder nicht? Obnoxious 9 haben wir hier. Das ist, sind auch teure Karten und sehr beliebte Karten. Die sind einfach gut spielbar. Sind auch nicht so häufig in Displays zu finden. Da hatten wir letztes Mal, glaube ich, Deathbeam gezogen, Uncle Sam. Und dann hatten wir, glaube ich, noch Sam Sinclair. Ich weiß nicht, hatten wir Ghost Train auch noch? Das weiß ich gar nicht. So, und das ist diese Red Ink Karte hier. Die kann nur hier drin sein. Auch relativ limitiert, wenn ich mich nicht irre. Und die kann nur hier drin sein und deswegen kann man die Booster auch abwiegen. Ihr habt gerade gesehen, ich habe noch nichts gewogen oder sowas. Am besten die bitte nicht auf eBay kaufen oder sonst was, weil die hundertprozentig abgewogen sind. So, ich zähle mal kurz durch, müssen 36 sein. Auch die Booster sehen eigentlich relativ gut aus, auch schwer zu graden, aber schwer zu öffnen. 7, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Haben wir alle. Also wir haben hier 36 Stück. So, wir fangen einfach mal an. Wir haben hier drei Stapel. Ich werde immer von links nach rechts die Booster ziehen letztendlich. Und hier sind einfach alle, einfach der 31er, das Ziel raus mit dem Yes. Ich nehme jetzt den als erstes hier. Andreas R. Wir haben eure Vornamen genommen. Wenn ihr immer was bestellt, schreibt bitte eure Twitch-Namens oder was auch immer. Oder wenn ihr Werbung machen möchtet, einfach den Namen da rein. So, Andreas R. mit einem Booster. Lange nicht mehr geboxbreakt. Muss er sagen, wir Boxbreaken natürlich viel, aber sowas ist immer was Besonderes. Meta so Dragon Ball, auch Pokémon. Wir müssen auch langsam mal wieder ein Pokémon-Display öffnen. So, wie gesagt, sehr, sehr schwer zu öffnen. So eine Booster. EX haben wir gar nicht. Wir sind keine EX-Sammler, leider. Sie gehen doch gar nicht auf hier. Man muss einfach mal sagen, wie es ist. Presst du dir halt einen Finger ab. Ich mache auch keinen Kartentrick oder sowas. Ich bin nicht so deep im Beta so. Ich mach's. Wie gesagt, wir sind da offen für alles. Natürlich sind wir die Pokémon-Experten, aber wir müssen uns auch mal für andere TCGs erweitern, unser Portfolio. Ja, also ich glaube, das sind jetzt alles normale Karten. Oho! Jetzt haben wir schon den ersten Big Hit Refold Piazza Bird. Und dann kommen jetzt noch ein paar Energiekarten, Dark Aura und Leute! Erste Karte, schon mal not bad. Not bad, der Boy. Sehr, sehr geil. Piazza Bird. Würde ich zumindest schon mal in Erwägung ziehen, zur AOG zu senden. Das ist schon mal eine gute Karte. Auch Refol, sehr, sehr beliebt. Ich glaube, da wird jeder sagen, die nehme ich. Ein Booster. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Auf einmal haben wir hier gleich einen Piazza Bird. Nice. Auch Refol. Ich muss sagen, Refol finde ich schöner als Holo. Sind manchmal sogar teurer als die Holos. Also, Andreas, alles richtig gemacht. Ich weiß nicht, ob du jetzt im Channel bist. Aber Piazza Bird nehmen wir gerne mit. 2. Nee. Nico K. mit 2. Digga, guck ich. Wer ist der Boss hier, ey? Wer ist der Boss? Guck euch das mal an. Besser geht's gar nicht. Gleich wieder resealen. Gleich wieder resealen. Ich sag dir, wie es ist. Dann haben wir auch erstmal den EMF-Device hier von Sam. Wieder mal gucken, ob wir Sam Sinclair ziehen. Ist ja auch eine Obnoxious 9-Karte. Ist auch nicht so häufig zu sehen. Black Hat. Feuer ich. Das coole Artwork. Sever Alligator. Alligator Peter. Mit einem guten alten Pizza-Slice im Mund. Feiere ich auch. Ich glaube aber auch keine Big-Hit-Karte. Nehmen wir trotzdem gerne mit. So. Lake Worth Monster Madlocks. Sag mal, hatten wir die letztes Mal beim Boxbreak auch schon? Madlocks? Ice Spam haben wir hier. Grounding. Da
da haben wir eine! Big Hit! Da haben wir Nessa, sage ich immer. Aber Holo, Obnoxious 9-Card has been pulled. Obnoxious 9-Card has been pulled, guys. Lapras Holo. Uff, das schmeckt. Das schmeckt. Sehr, sehr beliebte Karte. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Muss ich mal ordentlich hier. Muss man auch ordentlich zeigen können. Nehmen wir gerne mit. Sehr, sehr schön. Danke auf jeden Fall, Nico, dass du mitgemacht hast. Kurz auf die Nuss. Oh, weiß ich. Auch eine Obnoxious 9. Ich weiß es gar nicht. Kann ich gleich mal gucken, Luna. Sebastian D. mit einem. Der Joint Snake haben wir auch wieder. Antidote, das Gegenmittel. Frag mich, was das ist. Ist das eine Pupse? Eine Pupse ist das hier. Eine Pupse. Scattershot. Lightbeam. Und was haben wir jetzt? Oh, nochmal Obnoxious 9. Nochmal eine sehr, sehr schöne Karte. Und die zweite. Jetzt haben wir schon drei Dinger. Drei Dinger hier. Sebastian D. Punkt, wenn du da bist und nicht SBNN9 heißt, kannst du auch hier zur AOG senden, wenn du möchtest. Am besten Bescheid geben, sonst schicken wir die Karten einfach zu dir. Brauchen wir Big Hits hier. Big Hits. Helge! Helge L. Punkt. So, zweimal Mothman. Zweimal Mothman. Eigentlich hat er immer Glück, der Helge. So, Helge, ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Glück. Lightning Bolt haben wir hier. Proton B. So, jetzt. Skoink. Ups, Piazzabird Holo. Big, big pull. Piazzabird Holo für den Helge. Helge. Jetzt geht's ab hier, aber Helge. Helge. Piazzabird. Nur für dich. Nur für dich, mein Schatz. Komm, Mothman. Wir müssen. Es kann doch nicht sein, dass wir zwei Displays haben. Und kein Mothman. Ist es so selten, das Ding, oder was? So selten. Hier haben wir auch schon mal auf Dragon Ball. Da haben wir Piccolo. Killer Clown. Ich krieg da sicherlich was mit Auge geklärt. Dann tue ich... Hab ich noch nie gesehen. Medium Third Eye. Oder was ist das? Was ist das für eine Karte? Hab ich noch nie gesehen. Gut oder nicht gut, Chat? Ich gehe mal davon aus, dass ich es noch nie gesehen habe, ist es nicht so gut. Wen haben wir jetzt? Fabian P. Ich weiß schon, welcher Fabian P. das ist. So, entweder ziehen wir jetzt gleich Mothman, weil es immer so ist, solange die Wette aktiv ist. Leute, geht rein. Geht rein in die Wette. So, Fabian P. Punkt. P.A. Punkt ist wahrscheinlich. Mikrofon, ja, will mich aufessen. Cactus Cat. Gut, alter Cactus Cat. Dann haben wir den Alligator Salem. Enfield Monster. So, was sehen wir? Ein Walking Sam. Walking Sam. Vom Artwork fühle ich, Chat. Vom Artwork fühle ich. Aber wir brauchen Mothman jetzt. Jetzt nur noch Ziel auf Mothman. Wehe, wenn es nicht kommt, dann habe ich zweimal Bruch. Beantwortet wie immer eure tollen Fragen. Wo sind meine Karten? Erste ist die liebende Legende. Oh, in den nächsten zwei. Oh, hier schon mal Mothman. Crossroads. Sam Sinclair für Fabian. Sam Sinclair. Uncle Sam ist meine Lieblingskarte aus dem ganzen Set, aber Sam Sinclair auch Big Hit. Big Hit. Big Hit. Fabian, bist du da? Sam Sinclair. Big Hit. Gucken wir uns die schöne Karte nochmal an. Obnoxious 9. Sam Sinclair. Holy Shot. Das mache ich auch des Öfteren. Holy Shot. Den haben wir hier. Den Anton mit 3. Anton, bist du da? Natürlich, ja. Helge, ich weiß, dass du auf jeden Fall Marvel-Fan bist. Deswegen habe ich für dich ganz andere Sachen geholt. Ja, ihr. Alien Astronaut. Auch das erste Mal erst. Chibi-Kusa. Miracle Touch. Scatter Shot. Und da haben wir den Lizardman als Holo. So habe ich mir den vorgestellt. So passiert das sicherlich aus. So, jetzt kommt hier wieder Big Hit. Oh! Mothman!
Holo Polo! Endlich haben wir ihn gezogen, ey! Endlich haben wir den gezogen! Finally has been pulled! Endlich! Ich dachte, wir ziehen ihn wieder nicht, aber da haben wir ihn! Da haben wir ihn für Anton! Anton! Sehr, sehr nice. Uffala. So schön. Aber 100 ist nicht viel, Steelpicks. Ich glaube, PSA 10 800 ungefähr. Ob's worth it, I don't know, bro. Und haben wir noch Tyler Rock oder Teaser Rook. Sehr, sehr nice. Christopher D mit 5. Let's fucking go. Ich kann ja mal versuchen, auch so zu öffnen. Wir werden es danach öffnen. Wir haben jetzt schon auf die beste Karte gezogen, aber es kann auch mehrmals drin sein. Wenn ich das Booster hier aufbekomme, natürlich. Ochsenpack, ja. Kaktuskett hatten wir auch 100.000 Mal schon. Was ist denn für ein Fabelwesen? Balancing Beam, guys. Balancing Beam. Ice Storm und da haben wir den ersten Holy Gem. Da. Holy Gem in Refoll. Ich sag's euch, wie es ist. Holy Gem hatten wir letztes Mal 7.000 Mal. Ach ja, guck mal hier. Gleich auf Anhieb hinbekommen. Ja, das wird sehr, sehr schön in deine Sammlung erscheinen. Und machen wir weiter. Necromancy haben wir hier. Haste. Anti-Magic Field. Moin, Kid One. Lightning Beam. Ne, Light Beam. Jetzt. Auch sehr, sehr gut. Chaos Crystal. Sehr, sehr gute Karte. Das ist der allerechte Christopher D. Punkt. Du bist der allerechte G-Dude. Ich sag so, wie es ist. Ja, Chat? Killer Clown. Oha. Das aber. Worum verbindet Clown mit Killer Clown? Es war ja mal eine Zeit lang so, dass alle mit als Killer-Clown rumgerannt sind, zumindest bei uns hier in Norddeutschland, hatten alle Angst, immer rauszugehen. Völliger Schwachsinn eigentlich. Ice Path. Und hier haben wir noch Mermaid. Scales haben wir hier. Wir haben wirklich alle Steine. Wir haben wirklich alle Steine. Er ist wirklich Held der Steine. Gut. Hier, guck mal, alles, also Glas hat er sogar. Crystal hat er und Gem. Oh, hier noch einer. Achso, jetzt macht's Sinn. Marius J. Der 1, 2, 3... Gott, 4, 5. Oh, jetzt kommen hier die ganzen Blue Box-Dinger. Marius, ich versuche auch hier wieder die Booster zu öffnen. Ich weiß nicht, wie mir die Booster öffnet. Siehst du? Oh, Leute, ich bin eine lebende Maschine. Weißt du, so schnell. Jimmy the Blue Ox, genau. Marius J ist dran. Sehen wir nochmal Mathmos, Chat. Mothman. Sehen wir nochmal Mothman. Gumbaboo haben wir hier. Ja. Fireball. Fire Trap, wir haben sehr, sehr viele Feuersachen. Und was haben wir jetzt? Ein Eternal Snowflake. Batman. Ah, Leute, guck mal. Jetzt kann ich alle öffnen. Batman. Mad-Mod. So, Leute, wir brauchen noch einen. Oder Obnoxious 9. Oder Frogman. Loveman. Slide Brock Boulder. Boulder. Kann man mitnehmen. So, Shibi Mothman. Hier haben wir hier. Shibi Mothman. Ist aber auch nicht so bad. Ja, Fingerabdruck würde ich auch machen. Hans, wir machen heute Dedicated Box. Oh, Piazza Bird! Zum dritten Mal, ey! Zum dritten Mal Piazza Bird. Die Pop ist danach auf 300, sage ich euch, wie es ist. Piazza Bird. Population Report. Also wie oft gibt es eine Karte in einer Note? 10, 9, 8, 7, 8. Also die ganzen nummerierten Noten wie PSA 6, 7, 8, 9, 10. Auch 4, 5, 3, 2, 1. 0 gibt es nicht. Aber dennoch, zumindest bei PSA. Ein Pop Report ist sehr, sehr wichtig, wenn du Karten kaufst. Man muss sagen, die PSA-Karten sind nur enorm so viel wert, weil die Pop, weil es einen Pop Report gibt. Ne, als Beispiel mein Maromai PSA 10. Also ich habe jetzt keinen, gibt's irgendwie gefühlt nur 12 Mal auf der Welt oder sowas. Keiner, Babes the Blue Ox! Nice Karte!
Nice Karte, haben wir ihn. Haben wir ihn. Nice, schon zwei gute Karten hier von mich, Marius. Nice. Tauros Holo hier. Zwei Big Pulls haben wir hier. Der Marius dreht hier gerade richtig am Rad. So, Marius, ich glaube, du hast echt gut mitgemacht. So schlecht war das nicht. Du hast zwei gute Pulls. Nehmen wir so gerne Midi. Ron? Nee, haben wir nicht bei uns. Bitte? Wer ist nicht hier? Hä? Es gibt nicht noch einen Zettel. Nee, eigentlich nicht. Auch guter Pull hier. Auch guter Pull. Auch sehr, sehr guter Pull. Hodeck. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Aber ich muss sagen, das Display war diesmal viel, viel besser als das vorherigere. Also so viele Obnoxious Nines gezogen. Lange nicht mehr. Oh! Wieder eine Obnoxious 9. Silver Bullet. Leute, was ist denn mit Valentin los? Schon wieder eine Big Hit Karte. Was ist hier denn los? Was ist hier denn los? Oha. Schon wieder eine. Jetzt haben wir schon drei. Und alle Holos. Und alles Holos. Sehr, sehr nice. So. Das ist ein Silver Bullet. Porno-Tobi. Porno-Tobi. Kondom war, Leute. Ihr seid alles. Weißt du, eure Fantasie. Ihr seid so sexistisch. Ne? Deswegen seid ihr alle auf Udlevers Seite hier, ey. So. Nee, den muss ich noch machen. Ja. Ach, Leute, ey. Schon wieder Piazza Bird in Refoil. Also Valentin ist wirklich am Schmackofatzen hier. Also Piazza Bird Refoil. Ja, also er hat jetzt wirklich vier gute Karten gezogen hintereinander. Holy fuckeroni. Piazza Bird. Guter Pull. Also alles gute Pulls von dem Boy. Ah, Leute. Valentin, alles okay bei dir? Oder bist du schon hier nackig? Und kaufst erstmal bei Reizwehr auf eBay. So sieht Valentin gerade aus. Der gute alte Glut-Toni. Der gute alte Glut-Toni. So, was haben wir jetzt noch hier? Ah, okay. Jetzt haben wir eine Lizardman. Ja, Valentin. Was sagst du dazu? Wenn du irgendwelche Karten zu AOG setzen möchtest, also das ja, ich sag mal so, vier gute Karten gezogen. So, danke auf jeden Fall. Das war erstens mal Metasu. Wir starten gleich mit Dragon Ball. Ich muss wirklich sagen, es war ein sehr, sehr gutes Display. Also es war ein sehr, sehr gutes Display. Wir hatten Mothman gezogen, sehr, sehr viele Obnoxious Nines, ganz wenige Steinkarten. Und hier sind die Leute, die letztendlich zu AOG vielleicht setzen möchten. Das dauert leider drei, vier Wochen. Die guten zieh ich hier den raus von Andreas und sowas. Elge Kiste, Marius will zwei Karten einsenden, Keanu will Bigfoot. Also sind wir nachher so auf 10 Karten oder sowas. Wir werden höchstwahrscheinlich in 2-3 Wochen wieder da sein, sagen wir eher lieber 4 Wochen. Also wie letztes Mal und dann geht's ab. Mal gucken, ob ich auch noch ein paar Karten zu zu AOG sende. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch Geodude, also uns supportet, auch AOG supportet, sind unsere Partner.